Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Wie ihr schon sehen könnt, wollen wir uns heute mit dem Thema Gewinnspiele beschäftigen. Ganz allgemein, ohne eine bestimmte Herkunft, einfach mit dem Thema Gewinnspiele im Internet, wie ihr sie bei Facebook findet, wie ihr sie per E-Mail bekommt, wie sie einem selbst auf seriösen Seiten die Produktgutscheine anbieten, die Rabattcoupon für Drogerie oder Supermarkt geben, massiv beworben werden. Warum das so ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Jetzt wollen wir uns erst einmal auf dieser inaktiven Seite, werden seit ein paar Monaten hier keine Eintragungen mehr gemacht, darum habe ich diese ausgewählt, anschauen, wie das funktioniert. Diese Seite ist nur ein Beispiel und ich möchte ausdrücklich darum bitten, den Inhaber dieser Seite jetzt nicht zu belästigen, bedrohen oder was auch immer, schaut euch diese Informationen hier an und zieht die für euch notwendigen Schlüsse daraus, nicht auf solche Sachen hereinzufallen. Wollen wir uns den Reiter alle Gewinnspiele einmal anschauen, damit man nicht sagen kann, ich hätte hier ein Cherry-Picking gemacht, also nur das Beste rausgesucht. Apple Gold Gewinnspiel, Datenfalle, ganz bekannte Sache. Du hast die Möglichkeit, dir auszusuchen, was willst du gewinnen. Kriegst die Standardkatalog mit allen möglichen Umfragen und hinterher Telefonwerbung, E-Mail-Werbung, Postwerbung, Audi A3 oder 30.000 Euro, das kennt ihr auch. Wer rufen die an? Möchten sie das Auto oder möchten sie das Geld, obwohl man sich dafür eigentlich schon entschieden hat? Das gleiche fragen sie dich bei zwei anderen Preisen, dann sagen sie dir, du hast vielleicht auch Gutschein gewonnen, wenn nicht mit Hauptpreis, aber egal was du gewinnst. Du musst Gewinnsteuer bezahlen. Und darum ist sehr wichtig, dass du jetzt ein Zeitschriften-Abo machst. Kriegst du sogar 2 Monate gratis. Miese Datenfalle. Eine mit dem miesesten. Damit wird die Zeitschriftenmasche betrieben. Autogewinnspiel ist auch wieder eine Datenfalle. Hier, mein Liebling, das Städtequiz mit kaltem Betrug, wo sie nach Kontonummer fragen, nachdem sie dir sagen, du hast eine Reise nach Paris oder nach Italien Gardasee gewonnen. Diese beiden Städte tun mir so leid, da wird doch keiner mehr hinfahren. Netto-Geschenkkarte. Ja, Supermarktgutscheine sind auch sehr beliebt, weil die kann im Endeffekt jeder Mensch brauchen. Ob jung, ob alt, ob reich, ob arm. Warum sollte man nicht 300 Euro Discount-Gutschein nehmen? Datenfalle. Audi-Gewinnspiel. Datenfalle. Hightech-Gewinnspiel. Samsung Galaxy. Datenfalle. Gerade hier mit Unterhaltungselektronik und Auto ist sehr intensiv. Hier schon wieder. iPhone 7 Gewinnspiel, Datenfalle, blöd. Ford Focus Gewinnspiel, sogar noch ein Datenfalle. KW-Automate, mal kleine Abwechslung, aber im Endeffekt ist es alles die gleiche Scheiße, Datenfalle. Technikgutschein, ja super, hier Weihnachtsmotiven, aber okay, ist ja auch schon Oktober, du kannst ja auch schon seit halbem Jahr wieder Lebkuchen kaufen, von daher was soll's. Stempel drauf, Datenfalle. Apple-Wunschprodukt, quasi das gleiche wie oben, nur von anderen Anbietern, Datenfalle. Amazon Geschenkkarte, Datenfalle. Rentengewinnspiel, ganz besonders miese, Datenfalle. So, das ist die Liste der Gewinnspiele, Gewinnspiele in Anführungszeichen, die hier angeboten werden. Warum nimmt jemand die Kosten auf sich, die Zeit auf sich, eine solche Seite ins Internet zu stellen? Bestimmt nicht aus reiner Menschenliebe, sondern hier geht es knallhart darum, dass die Vermittler dieser Gewinnspiele Provision bekommen für die Datensätze, die über sie generiert werden. Für die Information, die ich euch jetzt gebe, kann ich keine Verifikation, kann ich nicht darauf schwören, dass das richtig ist. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem vermeintlichen Insider, der sagt, zumindest zu seinen Zeiten, als er das gemacht hat, hast du pro Datensatz von einem Kunden 2,90 Euro bekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit diese Aussage richtig ist oder inwieweit die Menge des Geldes zu hoch, zu niedrig oder richtig angesetzt ist, nehmt es als Richtwert, da die das bestimmt nicht ohne Gegenleistung machen. Und jetzt wollen wir mal angucken, warum den Firmen diese Daten Geld wert sind. Wir nehmen einfach diese Geschichte hier. Gewinnen Sie Audi A3 oder 30.000 Euro. Schön, hier liegt Geld und andere Techniksachen, das sind da wahrscheinlich die anderen Preise. Nehmen wir mal. Hier unten steht wieder klein, Audi ist weder Veranstalter noch Sponsor. Steht mit 7 Sergeants GmbH, das ist der Betreiber, in keiner Verbindung. 7 Sergeants ist bekannt und berüchtigt dafür, diese Datenfallen im Internet zu verankern, unter anderem eben mit dieser Methode. Schauen wir einmal kurz bei Impressum. 7 Sergeants, Frankfurt am Main, blöd. Da sitzen viele von denen. Schrecklich. So, was wollen wir haben? Dimitri braucht dicke Auto. So,
Blöd, jetzt geht weiter. Gewinnen für das pure Fahrerlebnis. Super. Hier, Robin, Teilnahme 100% gratis. Hier ausnahmsweise mal nicht mit MS Paint Gewinn draufgeschrieben. Dann wollen wir uns das mal angucken. Du bist jetzt hier gelandet in der Hoffnung, dass du ein Auto gewinnst. Und der Betreiber der Internetseite freut sich, dass du hier gelandet bist, weil der Sponsorin liest dich hier. Sind die Kundendaten, die du hier jetzt gleich eingibst, viel Geld wert. Geht zum Beispiel schon mal mit Aldi los, warte mal. Autobild, Axel Springer, die kennen wir. Bonprix, Center Park, oh blöd, guckt euch diese Liste an. Bettenlager, die haben mich auch noch nicht angerufen und versucht mir ein Telefon, eine Matratze zu verkaufen. So, guckt euch diese ganze Liste an. Guckt euch diese Liste an, Payback ist dabei. Unilever, einer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt. Das ist sowas wie Umbrella von unserer Zeit. Ah, oh, ist das schrecklich, ist das schrecklich. Und das waren jetzt nur die Leute, denen du Kontakt per E-Mail oder Post erlaubst. Kontakt per Telefon oder Post. Bauer Vertriebs KG, Sky. Das sind hier, kennen Sie ja, vermeintlich werbefreie Fernsehen. Buddha Direkt, Döner for Dogs. Ah, oh, die kennen wir doch auch schon. Die haben, könnt ihr gerne mal googeln, fette Strafe für ihre kalten Anrufe bekommen. 1&1 mit ihrer Internetseite. Pressevertrieb, Automobilservice Europa. Guckt euch die an, das ist die mit ihrer Rabattkarte, wo du hier tausende Euro sparen kannst. Badenova Strom. Bunte Steuerzahler, ist eigentlich auch traurig, dass eine Vereinigung, die wirklich einen Nutzen hat von der Grundidee, das ist wie mit WWF über solche Kanäle arbeitet. Burda, das ist bekannt. Kein Thema. Corablo, die verkaufen so Gummihandschuhe. Deutsche Schutzbriefgesellschaft, ist klar, ist Verhandlung, hätte ich jetzt was gesagt. Versicherung. Lotto. Energy. Guckt euch diese ganze Liste an. Goldgas kennen wir. Energy kennen wir. Jetzt weiß ich endlich mal, wie man das schreibt. Die ganzen Leute können ja nie Deutsch sprechen und das nicht buchstabieren. So schnell kommt das zustande. Theoretisch kann man sich hier bei allem abmelden, aber der normale Nutzer wird nicht einmal darauf kommen, sich diese Liste anzugucken, weil er mit einem Gewinn gekürtet wurde. Guckt euch die Liste an. Staatliche Lotterieeinnahme. Staatliche Lotterieeinnahme. Gibt Geld an Gewinnspielbetreiber für Kundendaten. Blöd, schämt ihr euch alle gar nicht? Das Widerwärtige ist das. Venatex, Schlafsystem. Irgendwie rufen die nie bei mir an. Yellow, auch ganz massiv. Und jetzt habt ihr gesehen, was das für eine riesige Liste ist. Jede dieser Firmen, wenn ihr glaubt wirklich, dass jemand ein Auto einfach so verschenkt, jede dieser Firmen darf euch anschreiben und anrufen. Jede dieser 40, 50, 60 Firmen, die wir gerade gesehen haben, dürfte das rein theoretisch machen. Da wir hier aber nichts unterschreiben, sondern wie ich hier jetzt einfach irgendwelche Schwachsinnsdaten eingebe, jeder jeden eintragen könnte, ist das kein legitimes Werbeeinverständnis, was ihr hier abgibt. Auch wenn ihr eine E-Mail bestätigt hinterher. Das könnte jeder machen. Ich könnte hier jetzt Angela Merkel ist toll reinschreiben und das bestätigen und dann rufen die bei Kanzleramt an. Nein, bitte nicht machen, sonst kommt Polizei. Das ist Schwachsinn. Das ist Datenfangen. Datenfalle. Datenfängerei. Wollen wir mitspielen? Dimitri Bagatov. Wer bei Kommentaren rausfindet, woher kommt das Name Bagatov, bekommt einen Keks. Und bei bigdickdimitri@gmail.com könnt ihr Fanmail schreiben. Ich werde alle lesen. Und weiter. Bitte vervollständigen Sie das. Wir schicken das an Herrn Maulwurf, der freut sich immer über die ganzen Reisen. Der ist schon seit 3 Jahren nicht mehr bei Deutschland, weil der immer am Reisen ist. Immer zwischen Paris und Italien ist er am Hin- und Herpendeln. Ah, wie war das scheiß Adressen? So, glaube ich. Ja, blöd, super. Auch hier wieder ist das irgendein Telefonnummer. Bitte nicht anrufen. Oh, blöd, Maulwurf. Du hast immer andere Geburtsdatum, nicht mal das kannst du dir merken. Mal gucken, ob das klappt. Da. Und jetzt, nachdem ihr diesen ganzen Firmen erlaubt habt, euch anzurufen, wollen die natürlich auch gerne wissen, bei wem es sich lohnt, anzurufen. Wie hoch ist ihre monatliche Stromrechnung? Ist es egal, was ich hier angebe, die werden euch anrufen und sagen, dass sie günstiger sind. Meistens rufen sie aus der Türkei an. Mit Ausnahme von, glaube ich, Riello. Da hatte ich noch nie einen dran, der irgendwie so klingt. Besitzen sie Haustiere? Hunde? Ja. Wenn du jetzt auf Hund klickst, rufen dich Dinner for Dogs an.
stecken sie in finanziellen Schwierigkeiten. Guckt euch das an. Hier kannst du jetzt auch irgendwelche dubiosen Kredite kriegen. Steht nicht mal dabei. Guck mal, die machen dich hier quasi Kreditangebot. Mit Raten und allem. Aber die sagen dir nicht mal, wer ist der Anbieter davon. Irgendwas nehmen. Glauben Sie an Gott, interessieren Sie sich um das Thema Kirche? Ja, seit ich Bibelchannel bei Juno gesehen habe, glaube ich an Gott. Bla bla bla. Ja, bitte informieren Sie sich. Kosten rund ums Auto. Wer ruft euch dann an? Automobilservice Europa. iPad Air für 1 Euro. Ja, klingt super. Bitte kontaktieren Sie mich. Was ist das? Strom. Heizen Sie mit Gas. Ja, ich zahle mein Gas direkt an den Versorger. Das ist Einfalltor für Gasfirmen, die diese Antwort bekommen, weil wenn du hier sagst, der Vermieter bezahlt oder du hast nicht, werden die nicht anrufen. Heißt, die machen Selektion hier. Tolle Sachpreise, GfK Marktforschung. Da könnt ihr mal mit Herrn Sickert anhören, wie der seinen Aktivfrosch bekommt. Hier, da kriegst du gratis Kissen, das will ich immer haben. Angehörige mit Pflegegrad. Wenn du da jetzt auf Ja drückst, wie ich das jetzt hier mache, dann rufen die dich an und wollen dir Gummihandschuhe verkaufen. Leider kommt es heutzutage zu folgenden schweren Rechtsstreitigkeiten. Ja, wenn die euch erwischen, dann irgendwann auch mal. Und dann kriegst du hier Anrufe mit von irgendeinem Typ aus Türkei, der dir dann Rechtsschutzversicherung andrehen will. Eins und eins. Inzwischen, am Anfang konntest du da mal eine Seite bekommen für 30 Tage, wirklich probieren. Inzwischen wollen die Geld haben dafür. Ich glaube, da ist Lennart dran schuld, weil der da irgendwelche Parkplatz-Booms-Club-Geschichten gemacht hat. Good job, Bruder. Und dann werden dir natürlich auch noch Zeitschriften, Abo, Newsletter angeboten. Hier wird Angst gemacht. Könnt ihr Ihre Familie in Kürze 6.000 Euro aufbringen, um ihre Stattung zu finanzieren? Rufen die dich an. Nutzen Sie Windows? Nein. Ich habe eigene russische Betriebssysteme. Dinner for Dogs, blöd. Bund der Steuerzahler. Ja, informiert mich. Wollt Geld von mir, dass ihr dann den Callcentern geht? Bestimmt nicht. Besitzen Sie eine Immobilie? Ja. Und jetzt wollen die dir den Makler vermieten. Und das ist klar, ein Makler zahlt alleine dafür, dass der Kontaktdaten bekommt, ein Schweinegeld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 2,90 € für einen Datensatz schlecht verhandelt oder viel zu wenig ist. Testen Sie einen Monat SKL. Ja, testen einen Monat und dann hast du Abo an der Backe. Ja, aber ihr könnt ja mal probieren anzurufen. Interessieren Sie sich für Naturheilkunde? Nein, blöd. Hier kannst du gratis SIM-Karte bestellen. O2 zahlt auch sehr gut. Trauerfallvorsorge. Klar, warum nicht? Entdecken Sie unglaubliche Geheimnisse. Klar, kannst du mir ein Orakel aus Hongkong schicken? Steht tatsächlich bei dieser Sponsorin diese Zukunftsdeutung, denn irgendeine Straße, was kannst du gar nicht aussprechen aus Hongkong, blöd, was soll das? Zum Beispiel hier, Gesundheit. Probeabo, da kriegst du garantiert mehr als 2,90 €, wenn du das vermittelst. Guck dir das an, Mastercard hier wieder. Interessiert mich nicht, will ich nicht haben. Weiter. Dieses Bild ist übrigens bei den meisten von diesen Gewinnspielanbietern gleich. Ich glaube langsam, dass das alles derselbe ist. Da sind wir. Vom vermeintlichen Gewinnspiel über die Preisgabe eurer persönlichen Daten an dutzende Firmen, über die Mitteilung eures privaten Kaufverhaltens, eurer Lebenssituation, euren Interessen und euren Vertragsverhältnissen, eurer Belieferung, eurer Wohnung, ob ihr ein Haus, eine Wohnung habt, welche Geschäftsbeziehungen ihr habt, das habt ihr jetzt quasi alles offengelegt. Für den vermeintlichen Gewinnmöglichkeit für ein scheiß Auto, das es gar nicht gibt. Ist es das wert? Ist es das wert für diese Chance in Anführungszeichen, eure Freunde bei Facebook, eure Familie bei E-Mail oder Messenger in diese Falle zu locken? Macht euch einmal Gedanken darüber, falls ihr wirklich mal geglaubt habt, dass man mit sowas gewinnen kann. Es geht nur um eure Daten. Die wollen Geld mit euren Daten verdienen. Und ihr gebt denen diese Daten bereitwillig, wenn ihr bei so einem Scheißdreck mitmacht oder das verbreitet. So, ich denke, das dürfte sehr aussagekräftig gewesen sein vom Inhalt. Ich möchte für dieses Format bitte weiterhin um Feedback bitten, da ich damit noch ganz am Anfang stehe und es auch viel mehr Arbeit ist, als einfach einen Anruf zu beantworten. Schreibt rein, was kann man besser machen, was kann man weglassen, was könnte man dazu nehmen. Ich freue mich auf das Feedback. Dadurch wird entschieden, wie das im Endeffekt weitergeht. Vielen Dank an alle, die zuhören, die dieses recht lange Video jetzt mitgeguckt haben. Vor allem vielen Dank an meine Patreons und alle anderen aktiven Unterstützer. Und danke fürs Zugucken. Wir hören uns bei der nächsten Folge oder beim nächsten Anruf. Dimitri over and out. Bleibt.